Was geht ab, Freunde? Weiter geht es mit God of War Ragnarök. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Wir machen jetzt weiter, auch mit der Story. Und ich hoffe, ihr habt Bock auf eine neue Folge. Checken wir nochmal ab, was in Vanaheim abgeht. Wenn bereit nach Vanaheim reisen, machen wir so hier am besten. Ja, Freyas Lager. Wir reisen nach Vanaheim. Gut. Können wir nach Freya sehen? Ja. Ja, natürlich. Schön, dass ich mitkommen kann. Das ist der Grund, warum wir hingehen, Kleiner. Was ist letztes Mal in Vanaheim passiert? Wie hast du Freya davon abgebracht, dich töten zu wollen? Wir reisten in ihr Dorf, um Odins Zauber zu brechen. Nach der Befreiung sah sie ein, dass ich nicht ihr Feind bin. Du hast auch einen sehr unterhaltsamen Moment verpasst, als Brock kopfüber in Freyas Lager hing. Ich hab Freya getroffen? Wie ist er? Anders als seine Schwester. Weniger überzeugt. Stimmt. Aber etwas weniger nachtragend. Und ein schlechter Anführer. Er hat das Herz am rechten Fleck. Du wirst ihn mögen. Mieser Diss erstmal von Kratos. Übrigens, Freunde, disst euch nicht selber und liked das Video hier mal. Es ist wunderschön. Ja. Wer angesagt, auf jeden Fall. Und, nass? Es ist auch gefährlich. Gefährlicher als Hel? Ja, nee. Kann man mit ihm diese Dinger hier? Was ist das? Eine Art Altar? Ich weiß es nicht. Anscheinend nicht. Okay. Ja, Freunde, wie gesagt, mal eine Bewertung da lassen und auch gerne das Gewitschow abchecken von meinem Partner. Link in der Videobeschreibung. Das Lager liegt rechts. Sind wir in Eile? Der Junge sieht nicht jeden Tag eine neue Welt. Ja, nee, eigentlich nicht. Aber was können wir denn machen? Wir haben ja keine. Wir haben halt keine gezielte Nebenmission, wo wir genau hingehen. Was ist das denn hier? Was ist das denn? Ist das eine gezielte Nebenmission? Oder warum ist da noch ein Fragezeichen? Ist das eine gezielte Nebenmission? Wo bin ich denn jetzt? Ja. Ach, da. Ich, also die Karte. Warte mal. Wenn ich jetzt hier rechts reingehe, dann einmal komplett rum. Nee, einmal hier so rum. Nee. Doch. Nee. Keine Ahnung. Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Scheiße. Aber da kommen wir ja noch nicht durch. Hier ist ja verschlossen, die Scheiße. Hier ist ja verschlossen, oder kann man das irgendwie die auch die Barrikade war letztes Mal nicht da. Freyas Leute waren fleißig. Deswegen, vielleicht sollten wir doch erstmal zu Freya gehen, einfach. So. Ja, komm, machen wir das mal. Ich glaube, das ist das Sinnvollste. Auf zu Freyas Lager. Da ist ein Tautropfen mal versteckt. Sehen, wie es den Warnen inzwischen ergangen ist. Ich hoffe, Freya geht's gut. Sie kommt allein zurecht. Wir sehen trotzdem nach ihr. Die Truppen ihres Bruders sind in der Minderheit. Und ich schulde ihr viel. Ist hier noch irgendwas? Wie viel Raben fehlen hier? 11 Stück. Okay, hier sind einige noch zu finden. Hier müssen wir uns wirklich nochmal umgucken, um dann irgendwie das zu schaffen, dass wir da auf Dinge zu kommen. Wenigstens auf die geforderten für die nächste Kiste. Das ist ja wohl das Mindeste, ne? Obwohl, wenn man die dann hat, dann will man auch alle haben, weißt du? Weil irgendwie scheint es da. Ich weiß nicht. Die Raben reden ja die ganze Zeit mit uns. Ich hoffe nicht nur, um am Ende dann, dass du dann einfach eine. Alter, wie geil sieht das denn aus? Eine super Belohnung bekommst in Sachen. Dingens hier. In eine richtig fette Rüstung, sondern vielleicht irgendwie so eine kleine Mini-Mission oder so einen fetten Bossfight oder irgendwie irgendwas. Aber vielleicht wünsche ich mir da auch schon wieder zu viel. Okay, die ist blau. Ich habe da vorher gar nicht drauf geachtet. Sind die sonst normalerweise rot immer, die leuchten? Egal, ist scheiße. So. Das wollte ich nochmal eben mitgenommen haben. Das Lager scheint aber leer zu sein. Hier ist keiner. Wo sind alle? Bleib wachsam. Das gefällt mir nicht, Bruder. Nee. Thank you.
Kratos. Atreus. Schön, euch zu sehen. Unerwartet, aber schön. Du kennst uns? Nicht doch. Bist du, wer ich denke? Du verschlagener Mistkerl. Fast schön, dich wiederzusehen. Und mal in der Gestalt eines Mannes, oder? Fast. So zogen sie dir also den Kopf aus dem Arsch. Vielleicht hörst du jetzt auf, so ein halbblinder, bissbesoffener Lügner zu sein. Er war ein größeres Schwein als ich jemals. Ich kenne dich nicht. Erkennst du dein Werk etwa nicht? Hildisvini! Das war, als wir Freya im Wald trafen. Nachdem ich... Oh... Das tut mir wirklich sehr, sehr leid. Freya Skylar. Ihr Berater. Und Freund. Berater der Warnen. Und ja, also, im Exil in Midgard war ich in meiner Kyla-Form gefangen. Du hast mich erschossen. Auf mein Geheiß. Nein. Mein Fall, mein Fehler. Vergessen. Vanaheim braucht unsere Hilfe mehr denn je. Sogar Mimirs. Los. Und pass auf, wohin du damit zielst. Meine Haut ist in der Form nicht so dick. Alles klar, okay. Wenn ihr bereit seid, gehen wir. Wohin gehen wir? Ich habe eine Bitte. Ich erkläre es unterwegs. Mhm. Aber warum diese Show, weißt du? Warum diese Show mit Feuer und Rauch und so? Okay. Als wir... Also ihr könnt euch erinnern, ja? Also den Keiler, den wir getragen haben, als Kratos zu der, zu Shaoli. Oh, ich hoffe, dem geht's gut, oder? Als wir Freya zum ersten Mal in der Gestalt der Waldhexe begegneten, hatten wir ihren magischen Keiler verletzt und halfen ihr, ihn zu heilen. Jetzt haben wir ihn in seiner menschlichen Form wieder getroffen, als zuverlässiger Berater von Freya und Freyr. Er scheint keinen Groll gegen Atreus und mich zu hegen, aber seine Rivalität mit Mimir scheint bereits lange zu währen und bitter zu sein. Also Mimir hat auch wirklich mit jedem irgendeine Rivalität oder irgendeine Beziehung oder irgendwie, was weiß ich, also der kennt ja wirklich jeden und hatte mit irgendjemandem, also mit den meisten auch irgendwie Stress, wa? Was ist da los, Mimir? Könnte man jetzt theoretisch hier... Nee, kann man nicht. Wir haben was vergessen. Wir kommen wieder, versprochen. Nein. Hier ist alles verschlossen, ne? Nee, wir machen erstmal die Mission, ne? Weil das Gebiet ist komplett verschlossen irgendwie. Ja. Okay. Danach können wir nochmal erkunden gehen. Wo ist Freya? Sie wollte hier ihrem Bruder helfen. Sie leitet die Suche nach Freya und Pikvir. Sie wurden von den Einherjar geschnappt. Oh, das ist nicht gut. Wie ist das passiert? Ein Hinterhalt. Seit eurem letzten Besuch sind viel mehr von ihnen hier. Zu allem Übel wurden die Himmelswölfe schon seit Tagen nicht gesehen. Nehme ich zumindest an. Nicht leicht, die Zeit ohne Mond abzuschätzen. Kein Mond. Wie in ihrem Schrein. Ihrem Schrein? Ist eine lange Geschichte. Sollen wir nach ihnen sehen? Ich wäre euch dankbar. Wir haben zu wenig Leute. Und wenn jemand Sköll und Hati helfen kann, dann ein anderer. In Ordnung. Sehr beeindruckend. Folgt weiter diesem Pfad. Dort ist ihr Bau. Viel Glück. Ja, die haben wirklich hier alles überall Barrikaden aufgestellt, ne? Ja. Sköll und Hati finden. Das ist, glaube ich, auch neu, oder? Ist das auch neu? Ich hab keine Ahnung. Okay, krass, ey. Krass. Das ist natürlich nicht gut, ey. Oh Gott. Ob er mir den Schuss auf ihn wirklich verziehen hat? Glaub mir, Junge. Wenn das alte Schwein noch einen Groll hegen würde, wüsstest du's. Was ist zwischen euch passiert? Das Übliche. Missverständnisse, Gefolgschaftskonflikte, gebrochene Eide. Nichts, was dich belasten sollte. Mich belastet nichts. Reine Neugier. Neugier ist wichtig. Aber Privatsphäre auch. Schon gut. Verstanden. Okay. Mann, Mimir, ey, wirklich mit jedem. Mit jedem hat er Stress.
Aber die fehlenden Himmelswölfe. Da kennen wir ja jemanden. Oh mein Gott. Okay, okay. Okay, alles klar. Okay, alles klar. Mein Gott. Hilfe! Aber wie viel Kopf? Haben die da irgendwie ein Nest oder was? Ich drücke auch die ganze Zeit, dass er da schießt. Dass sie verletzbar sind. Ich weiß schon, dass ich das machen muss, aber wenn er das nicht macht. Vanaheim ist so anders als die anderen Welten. Es ist warm wie in Svartelfheim, aber die Luft ist irgendwie stickig. Igros. Was? Igros. Griechisch für feucht. Igros. Gefällt mir. Ja, so eine feuchte Luft, feuchte, warme Luft, ist jetzt auch nicht so geil auf Dauer. Finde den Nike, er macht sich stärker. Hinter dir! Ja, Bruder, erstmal den hier töten. Nein, ich wollte doch nicht den Rage machen. Ich will den die ganze Zeit anvisieren, die Sau hier. Das ist halt so geil, wenn die aufgelevelt ist, also aufgefüllt ist mit Action, dass du dann so, ja, ihr seht schon, dass du nach vorne ballerst. Das ist irgendwie voll geil. Ja. Estarium aktualisiert, ja, ist okay, gut. Wie viele noch, ey? Richtiger Forscher hier, ey. Wir sind da, wachsam sein. Wenn die wohl sind? Vielleicht von einem Nicker gefressen. Wohl kaum. Okay. Da geht's weiter, aber was hat das jetzt gebracht? Wo kommen wir denn jetzt hier hin? Einfach nur hier hoch los? Ich sag ja, ich sag's gerne nochmal, wenn du einfach schneller klettern könntest. Ich verstehe auch nicht, warum die das nicht reingemacht haben. Wir holen mehr Beute, ja? Ich habe die Schmiede in Freyas Lager gesehen. Hat Brock ihnen die ganze Zeit geholfen? Ah, du kennst Lunda noch nicht. Wer ist Lunda? Eine alte Kumpanin der Huldu-Brüder. Sie ist Freyrs Schmiedin, sorgt für Waffen und Ausrüstung seines Trupps. Noch eine legendäre Schmiedin. Sie kennt sicher tolle Geschichten. Sei auf der Hut, Atreus. So. Auch geil. Sieht ganz cool aus, ne? Aber ich habe das andere jetzt schon komplett aufgelevelt. Sie ist ziemlich freundlich. Ach Unsinn. Der Kerl ist viel zu jung für ihren Geschmack. Was? Vergiss es einfach, Bruder. Sohnemann. Jetzt muss ich wieder so langsam rüberklettern. Ja, wie gesagt, ist ja auch nicht schlimm. Ich meine, die Kletterpassagen sind jetzt relativ kurz, aber trotzdem, weißt du, trotzdem irgendwie nervig, ey. Weil ich denke mir so. Gerade so beim Erkunden, wenn ich so denke, oh Gott, ich muss gleich klettern, habe ich schon weniger Bock. Das ist alles zu lange dauert, ja.
doch keine Zeit, ey. Wir haben doch keine Zeit, Mann. Weißt du, wenn es da so viele tausend von Kreaturen gibt, die man kaputt schlagen muss. Mann. Ja, Kratos, bist du auch ein sexy Mann, ey. Was willst du machen? Ich steh halt auf so einem Body. Riesennabel. Birne. Ja. Weißt du, Junge? Dieser Ausflug nach Vanaheim bedeutet, dass du jetzt alle neun Welten besucht hast. Du hast recht. Nicht viele Sterbliche können das behaupten. Und auch nicht viele Götter. Selbst dein Vater hat die Hallen von Asgard noch nicht beehrt. Ich habe es nicht eilig damit. So sieht's aus. Vini sagte, Freyr und Pikvir wurden gefangen. Wer ist Pikvir? Ein Lichtall. Ein einstiger Gelehrter mit seiner Frau Bela aus Alfheim verbannt. Sie ist vielleicht ihre beste Kriegerin. Warum die Verbannung? Die ganze Geschichte kann nur er dir erzählen. Aber ich glaube, Belas und sein Versuch, ihre Völker zu einen, war... Wie? Belas, deine Dunkelalbin? Ja. Wow. Tja, das wirft sogar noch mehr Fragen auf. Ich hoffe, ihm geht's gut. Das war auch ein bisschen... Das hatte ich aber auch damals erzählt, als wir das gemacht haben, die Mission von denen. Lass mich nicht nochmal zurückgehen zu denen und dann nochmal... Bescheid geben, was Sache ist. Okay, Level 5. Hinter mir? Nimm den Linken. Er macht sie stärker. Und? Ey, wie oft ich außersehen die Scheiße auslöse. Ich wollte es gar nicht. Alter, wird ja komplett geheilt. Wo ist die kleine Sau? Ah, hier. Hinter dir! Mann, ey, das wollte ich doch gar nicht. Warum? Was mache ich hier eigentlich? Ich am Fettfingern, ey. Richtig am Fettfingern. Her damit. Ich habe gerade ein Geräusch gehört. Ja. Der Baum in Nivelheim hat einen neuen Gast. So sieht's aus. Okay. Hier sind wir nämlich auch schon mal lang gelaufen. Habe ich nicht drauf geachtet auf den Sound. Was ist das für... Warning Sound, was ist das? Was ist das, Alter? Versprechen der Asen. Euch wurde Freundlichkeit entgegengebracht. Euch wurde Geduld entgegengebracht. Euch wurde Gnade entgegengebracht. Frieden wurde angestrebt. Friede wurde angeboten. Friede wurde abgelehnt. Und jetzt müsst ihr mit der Alternative leben. Ihr habt uns viele Namen gegeben. Ihr habt das Wort Asen wie eine Beleidigung gesischt, uns vor die Füße gespuckt, unsere Erlasse ignoriert. Das endet heute. Blickt auf die Ruinen vor euch und erkennt die Wahrheit. Das war euer Werk, nicht unseres. Achso. Was ist das für ein Sound? Achso, der ist am Fressen, ne, in aller Ruhe. Hier ist der fette... Hä? Wieso hat er mich denn jetzt gesehen? Juckt den das gar nicht, oder was? Den habe ich bis hierher gespürt. Oh mein Gott! Ey, gibt es wirklich nur einen Finisher für die? Ist auch ein bisschen langweilig, oder? Geschieht Ihnen recht! Da gibt es doch noch tausende Varianten, die du da machen könntest. Wie du den zerstückelst, die Sau.
Sonne und Mond gefangen haben, beginnt Ragnarök, stimmt? Ich sagte, es sei prophezeit, Junge. Prophezeiung. Von denen haben wir nach unserer Zeit im Norden alle genug. Aber Odin glaubt noch dran. Deshalb haben die Einherjar ja bestimmt den Mond gestohlen. Will Ragnarök immer noch vermeiden. Oder er bereitet sich darauf vor. Ja, lenkt mit dem oder so. Mag sein. Ja, oder so, mag sein. Was hat sich jetzt überlappt wieder? Welche Audiospuren? Das hat sich jetzt auch nicht nochmal angehört. Ja, hier hätte man auch schön den Rahmen sehen können. Hm. Wo ist jetzt aber das letzte Ding, ey? Wo ist das letzte Ding, ey? Scheißreck. Hä? Wo ist das letzte Ding jetzt, ey? Ein C brauchen wir. Aber wo ist es? Ne, das hatten wir ja gerade. Hä? Ah, da. Okay, boah, Junge. Okay, alles klar. Okay, alles klar. Willst du mich... Ganz ruhig. Let's go. 1 von 5. Bei Heilung waren wir auch, glaube ich, bei 1 von 5. Das heißt, 8 Truhen fehlen uns mindestens noch. Für die Sachen. Und ich frage mich auch die ganze Zeit, wann. Weil meine Rüstung ja komplett durchgemixt ist. Jetzt auch nicht so schlau, ne? Aber die haben eine gute Werte, die ganzen Sachen, weißt du? Egal. Scheiße. Egal. Solange ich noch töten kann und töten werde. Ich muss hier Bau sein. Freust du dich, Sköll und Hati zu treffen? Naja, ich kenne all die Geschichten. Sie in echt zu sehen, wird seltsam sein. Legende trifft auf Realität. Zumindest sollte es unterhaltsam werden. Das ist wohl wahr. Lebensenergie kann ich auch ganz gut gebrauchen. Vielleicht müsste ich mich doch nochmal mit meinen Statistiken und Werten und so weiter auseinandersetzen. Ah, warte. Okay, ich glaube, hier geht's weiter. Dann machen wir beim nächsten Mal hier auch weiter. Also hören hier auf. Ich meine, storymäßig geht's hier weiter. Ja, danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Gerne weiter unterstützen, liken, kommentieren. Ihr kennt das Ganze. Danke dafür. Danke, dass ihr immer noch am Start seid. Über 60 Folgen schon. Einige werden auf jeden Fall noch hinzukommen. Vielleicht knacken wir sogar die 80. Wie gesagt, hätte ich die Folgen alle normal lang gemacht, wie normalerweise es besser wäre eigentlich. Aber dann wären wir wahrscheinlich jetzt schon easy bei 80 plus oder sowas. Ist ja auch egal. Wir hören uns. Haut rein und tschüss.